Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial von GPS over IP. Heute wollen wir uns einmal mit einer administrativen Tätigkeit beschäftigen, die wir gleich hier mit den Fahrzeugtelemetriedaten erläutern. Aber im zweiten Zug auch mit einer Auswertung für den Endkunden. Somit ist dieses Tutorial zweiteilig zu sehen, einmal für den Administrator und einmal für den Endnutzer. Das könnte zum Beispiel die Buchhaltung sein, die eine bestimmte Auswertung möchte. Eine Auswertung von was? In unserem Beispiel hier geht es um die ausgebrachte Streumenge. Das Ganze soll jetzt aber nicht zwingend sein, also dass man jetzt sagt, dieses Tutorial ist jetzt nur in Verbindung mit einem Winterdienstfahrzeug zu sehen, was eine gewisse Menge an Streumittel ausgebracht hat, sondern es geht eher darum, auch wieder die Flexibilität zu zeigen. Also ganz nach dem Motto Telematik für alle Ansprüche. Seien Sie hier bitte dementsprechend kreativ in Ihrem Anwendungsfall, um letztlich Ihr Ziel, was für Sie interessant ist, umzusetzen. Und wie gehen wir jetzt genau vor? Was wollen wir da tun? Wir wollen einen gewissen Wert von einem Fahrzeug erfassen, in dem Fall die ausgebrachte Streumenge. Jetzt ist es so, dass hierdurch die Fahrzeuge schon mal kontaktiert sind. Also das heißt, der Aufbauhersteller von diesen Fahrzeugen ist kontaktiert. Dementsprechend bekommen wir unter den Telemetriedaten, die wir hier drüben sehen, dann auch die Werte angezeigt. Kurz vorweg, dies ist ein spezieller Account von einem Flughafen. Wiederum sind die Fahrzeuge hier mittlerweile in Stillstand. Wir haben jetzt Sommer, daher stehen natürlich alle Fahrzeuge. Man sieht auch, dass die hier drüben grau sind. Aber wir wissen ja, dass die Daten aufgezeichnet werden und somit gehen wir einfach auf einen Zeitpunkt, wo Daten aufgezeichnet worden sind, und können das auswerten. Aber zuvor müssen wir dieses Ziel, welches wir ausgesucht haben, erst einmal administrativ konfigurieren. Dazu gehe ich jetzt mal auf dieses Fahrzeug Steuer 3 und klicke mal auf CAN FMS. Das kann man auch, wenn das Symbol grau ist. Und wir sehen jetzt hier, dass von diesem Objekt 144 Daten erfasst wurden. Wir können jetzt hier auch mal auf Filter klicken und kriegen alle möglichen Daten von dem Fahrzeug geliefert. Ich lese hier mal einige Sachen vor. Hier gibt es zum Beispiel eine Radgeschwindigkeit, ein Kupplungspedal, ein Bremspedal, ein Tempomat, ein Gaspedal, Kraftstoffverbrauch. Was wir allerdings suchen, sind Daten, die von einem Aufbauhersteller geliefert werden. Und da wollen wir die Menge von Feststoff. Also ich habe jetzt mal Menge eingegeben. Wir bekommen hier zahlreiche verschiedene Mengenwerte. Unter anderem finden wir hier unten den Punkt Menge Feststoff. Mit der Zuordnung Winterdienst allgemein. Das ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Aufbauherstellern, die diesen Wert liefern. Ob das nun von einem Aufbauhersteller ist, von Dahmann, Bucher, ABE Schmidt oder anderen, das ist hier also völlig gleich, aber dieser Wert wird hier wie gesagt platziert. Weil wir mit diesem Wert eine gewisse Berechnung tätigen wollen und ich die vorher aber definieren muss, muss ich nun als Administrator tätig werden, um eine Regel zu erstellen. Und die mache ich einmalig, indem ich jetzt hier auf Joker erstellen gehe. Da klicke ich jetzt hier mal drauf. So, und da haben wir jetzt zunächst mal die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben. In diesem Fall Gesamtmenge Feststoff in Kilogramm. Ich könnte jetzt hier eine Beschreibung eingeben, um mich an meine Formel zu erinnern, was ich damit letztlich erzielen möchte. Ich habe hier wiederum die Einheit, die ich frei wählen kann. Wir machen hier jetzt mal Kilogramm. Des Weiteren habe ich hier schon die Menge Feststoff in meiner Formel, also das hier ist die Formelzeile, die ich jetzt hier editieren kann. Da mache ich jetzt einfach mal ein paar wilde Beispiele. Also ich könnte jetzt sagen, addiere zum letzten Wert der Menge Feststoff etwas hinzu. Wir nehmen dann so ein Plus und nehmen irgendeinen anderen Fahrzeugtelemetriewert, ziehen den hier hoch und jetzt kann ich die wildesten Sachen zusammenbauen. Diesen Jogger kann ich dann mehrfach in verschiedenen Auswertungen wieder anwenden. Also hier ist man sehr flexibel. Und diesen Jogger baut man einmalig und hat dann wiederum überall die Auswahl dieses Jokers. Hier drüben haben wir dann mathematische Funktionen, also verschiedenste Geschichten, Addition, Division, Subtraktion, Multiplikation etc. Und hier drüben haben wir die Telemetriedaten des Fahrzeugs. Wir können uns jetzt hier verschiedene Daten auch anzeigen lassen. Hier jetzt zum Beispiel mal die gefahrenen Kilometer.
oder Kilometerstand insgesamt. Also man kann jetzt hier aus 144 Werten seinen gewünschten Wert aussuchen. Hier hätten wir zum Beispiel die Drehzahl, also alle möglichen Daten des Fahrzeugs können wir hier oben reinziehen und damit unsere Formel quasi zusammenbauen. Ansonsten kann ich hier natürlich nach einem Wert suchen und ihn hier oben reinziehen. Ich kann auch mehrere Werte hier rein basteln. Eigentlich ist da keine Grenze gesetzt. Das ist dann völlig Ihnen überlassen, wie Sie das kombinieren, wie Sie das individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Man sollte natürlich darauf achten, dass die Formeln auch Sinn ergeben. Ansonsten wird es wie hier rot angezeigt. Das bedeutet, die Formel ist nicht vollständig oder ergibt keinen Sinn, so wie sie gerade ist. Jetzt ergibt sie wieder Sinn. Das sieht man immer daran, ob sie grün oder rot ist, um sicherzustellen, dass die Formel einfach auch funktioniert. So, wir nehmen uns jetzt mal die Menge Feststoff. Aber wir wollen jetzt hier nicht den letzten Wert, sondern nehmen zum Beispiel Summe aller Spitzenwerte. Des Weiteren habe ich jetzt mal die Möglichkeit, meine Formel zu testen. Ich gehe jetzt hier mal drauf und wähle mir ein Datum aus. Ich habe das natürlich schon mal recherchiert. Wir nehmen jetzt mal den Januar 2017, 15. Januar. Stellen uns eine Uhrzeit ein. Dasselbe machen wir jetzt hier drüben. Wir nehmen den Januar, in dem Fall aber den 16. So, nun kann ich hier unten auch die Regler mal nach rechts schieben. Das heißt also quasi 24 Uhr in dem Fall. Jetzt wählen wir unseren Streuer 3 aus. So, nun kann ich die Formel einmal testen. Jetzt gehen wir hier drauf und jetzt wird uns hier ein gewisser Wert geliefert. Das ist soweit okay. Jetzt könnte ich mir aber noch vorstellen, eventuell das mit den Kommastellen noch anzupassen. Also das sind jetzt ganze Kilogramm. Wenn ich es ein bisschen genauer brauche, dann gehe ich hier auf Ergebnis runden und stelle mir hier dementsprechend meine Kommastellen ein. Jetzt können wir auch gleich hier drüben sehen, dass die Kommastellen angezeigt werden. So, im Prinzip haben wir jetzt alles. Wir haben einen Namen vergeben. Die Beschreibung haben wir uns gespart. Wir haben die Einheit vergeben, Kilogramm. Und haben Ergebnis Runden angegeben. Ich habe hier unten ja auch meine Formel erstellt. Das ist eine recht einfache Formel natürlich. Summe aller Spitzenwerte. Ich habe das Ganze jetzt auch getestet mit einem positiven Ergebnis und somit speichern wir unseren Joker ab. Das ist also so der administrative Vorgang, um einen Joker zu erstellen. Wir können das hier unten auch nochmal einsehen. Gesamtwert Feststoff in Kilogramm. Also unser Joker ist quasi damit angelegt. Und das ist jetzt quasi der Vorgang, der im Vorfeld getätigt werden muss. Das Ganze macht man einmal und somit hat man letztlich seinen Joker erstellt. Hier zum Beispiel habe ich die gesamte Joker-Verwaltung. Wenn ich hier mal drauf gehe, kann ich hier die gesamten Joker einsehen, die ich bis jetzt angelegt habe. Diese Joker kann ich mir dann in verschiedenste Anwendungen oder Statistiken einfach reinholen. Und jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Teil, das Ganze aus Sicht des Nutzers, also quasi derjenige, der diesen Joker dann anwenden möchte. Das kann ich jetzt an den verschiedensten Stellen tun. Wir gehen jetzt mal unter Anwendung, Statistik, Geozonenanalyse. Ich gehe dann jetzt hier mal drauf. So, und wir stellen uns einfach mal vor, wir wären jetzt die Buchhaltung und müssen die ausgebrachte Streumenge analysieren bzw. eine Rechnung schreiben. Demzufolge wenden wir jetzt mal diese Geozonenanalyse an. Vielleicht vorab noch ein kleiner Hinweis. Alle Werte, die mir hier unten tabellarisch angezeigt werden, sollten im Vorfeld richtig gefiltert sein oder werden. Das wäre auch wieder die Aufgabe des Administrators natürlich. Wir können uns ja mal ein paar Werte angucken. Hier wäre zum Beispiel das Fahrzeug oder was haben wir noch? Der Einfahrtsort, der Ausfahrtsort, die Zeit in der Geozone. Also eine Vielzahl von Werten. Es sollte aber im Vorfeld begrenzt sein auf die nötigen Werte, zwecks der Übersicht. Und das ist natürlich auch wieder Aufgabe des Administrators. Ich habe das jetzt mal so eingestellt. Ich habe jetzt hier mal das Datum. Ich will ja wissen, wann war mein Fahrzeug in der Geozone. Wir sind ja hier in der Geozonenanalyse.
Jetzt möchte ich zum Beispiel noch wissen, welches Fahrzeug, wann war die Einfahrt, wann war die Ausfahrt, die Zeit in der Geozone. Also eine Vielzahl von Parametern, Betriebszeit, das mache ich jetzt mal aus. Das wollen wir uns nicht anzeigen lassen. Was uns jetzt eher interessiert, ist der Gesamtwert Feststoff in Kilogramm. Genau deshalb haben wir uns ja den Joker erstellt. Ja, das Aktionsfeld hier hinten lassen wir mal an. Das gefällt mir jetzt insgesamt ganz gut. Also klicken wir das jetzt mal weg. Und das ist jetzt hier unsere Ansicht. Datum, Fahrzeug, Einfahrt, Ausfahrt, Zeit in der Geozone, Gesamtwert Feststoff in Kilogramm und unser Aktionsfenster. Wir gehen jetzt also wie folgt vor. Wir gehen auf Fahrzeuge auswählen. Das wäre jetzt eine typische Aufgabe, die jetzt die Buchhaltung zum Beispiel zu erledigen hat. Man wählt jetzt hier dementsprechend alle Fahrzeuge aus oder wir möchten jetzt nur ein Fahrzeug auswählen. Wir nehmen jetzt mal den Streuer 3. Und dann wähle ich eine Zone aus. Die sind hier schon mal vordefiniert. Man kann seine Zonen natürlich auch selber definieren. Aber wir haben hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben uns jetzt mal eine Zone rausgesucht. Das ist der südliche Rollweg plus Piste. Ich klicke dann jetzt hier mal drauf. Jetzt kann man die Geozone schön erkennen. Die ist hier umrandet. Also das ist jetzt unsere Geozone. Jetzt wählen wir hier oben noch den Zeitpunkt aus. Wir gehen auf den Januar. Wir wählen den 15. Die Zeit passt, wie sie eingestellt ist. Das ist okay. Hier drüben machen wir das Gleiche. Wir nehmen den Januar, den 16. in dem Fall. Hier unten stellen wir uns die Zeit ein bisschen ein. So. So, und jetzt überlegen wir nochmal, ob wir alles haben. Also wir haben hier drüben ausgewähltes Fahrzeug. Streuer 3, wir hätten auch alle Fahrzeuge auswählen können. Dann suchen wir uns einen Zeitpunkt aus, letzter Monat zum Beispiel oder letzte Woche, oder wir können es auch frei definieren. Ja, und hier haben wir dann definiert, in welchem Bereich die Analyse stattfinden soll. Und jetzt wollen wir uns das mal analysieren lassen und gehen hier einfach mal auf Berechnen. So, und jetzt haben wir auch schon ein Ergebnis. Also wir haben hier das Datum, 15.01. Das haben wir auch so angegeben. Jetzt sind wir hier auch eine Einfahrt, 16:39 und 34 Sekunden. Hier drüben sehen wir die Ausfahrt, 17:14 und 14 Sekunden. Das ist die gesamte Zeit in der Geozone, 34 Minuten und 40 Sekunden. Hier haben wir nun unseren Joker. Bei einem Joker ist es so, der wird hier einzeln berechnet. Um eine gewisse Lastverteilung zu tätigen und weil der Joker ein Sonderwert ist, muss er separat berechnet werden. Wir klicken dann hier drauf, lassen berechnen. Wenn Sie jetzt mehrere Werte haben, können Sie hier oben drauf gehen, um alle Werte berechnen zu lassen. So, dann erscheint der Wert auch hier schon. Das sind 2163 Kilogramm, also 2 Tonnen abgerundet. Und wir können jetzt hier natürlich mal auf Fahrspur nachzeichnen gehen. Sie können jetzt hier auch sehen, wo diese Aktivität war. Es gibt hier auch noch ein weiteres Feature, auf das ich jetzt aber in diesem Tutorial nicht weiter eingehen möchte. Ich möchte Ihnen das nur mal kurz zeigen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die Breite Schwellwert einstellen, sprich die Spurbreite, wie breit ist gestreut worden. Hier drüben habe ich noch weitere Parameter und Optionen. Also man kann das ganz individuell einstellen, wie man das einfach möchte. Das Ganze ist dann farblich voneinander getrennt, damit man die Spuren im Nachhinein nochmal nachvollziehen kann oder beziehungsweise erkennen kann. So, nun habe ich ein verwertbares Ergebnis, was ich jetzt weiterverarbeiten kann. Um das vielleicht mal an einem Beispiel zu zeigen, ich könnte mir jetzt hier ein PDF erstellen lassen und könnte das natürlich ganz einfach ausdrucken. Hier ist dann einfach nochmal in einer Übersicht alles zusammengefasst. Also welches Fahrzeug, hier Steuer 3, welches Datum, von wann bis wann, welche Zone, hier südliche Rollwege und etc. Alle Daten, die uns interessieren, die wir weiterverarbeiten möchten oder die wir einfach benötigen. Also hier vielleicht nochmal die Ausfahrtszeit, die Zeit in der Geozone und die ausgebrachte Streumenge. Und bitte seien Sie, wie anfangs erwähnt, offen in Ihrer Kreativität.
um den Joker auch anderweitig anzuwenden oder mehrere Joker anzulegen oder Joker zu verändern. Also hier ist im Prinzip dann alles möglich, was Sie dann auswerten möchten. An der Stelle darf ich mich jetzt bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Produkt. Ja, und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß in der Nutzung des GPS-Explorers.